und willkommen hier bei einem Workshop der Akustikgitarre. Dieses Video gehört zum Story-Workshop zur Story Ulf Vaquinius in der Akustikgitarre 4 2014. Ja, Ulf Vaquinius, ein schwedischer Jazzgitarrist, hat eine ganz interessante andere Seite außer Jazz. Und zwar hat er eine starke Verwurzelung in Richtung Ethno und World Music. Und das ist ganz besonders gut auf seiner neuen Solo-CD zu hören, Momento Magico. In unserem Workshop habe ich für euch zwei Musikbeispiele genau zu diesem Thema rausgeschrieben. Und in diesem Video könnt ihr sehen und hören, wie das Ganze gespielt wird. Los geht's mit Abbildung 1, zu finden in den Noten in der Printausgabe der Akustikgitarre. Hier geht es um den Song Hindustan Blues und ich zeige euch jetzt hier im Video, wie das Ganze gespielt wird. So, schaut euch Abbildung 1 an, Hindustan Blues. Es beginnt mit einem rhythmischen Lick auf der abgedämpften leeren A-Seite, der klingt so. Und so weiter. Jetzt kommt die erste Melodie auf den oberen Saiten, die klingt so. Zurück zur leeren A-Seite. Melodie 2. Leere A-Seite. Melodie 3, leere A-Seite, und Melodie 4 beginnt mit einem Achtel-Pickup, und wieder leere A-Seite. Und so klingt das Ganze dann mit Oktava im Originaltempo. Song von Ulf Vaquinius neuer Solo-CD, den wir uns anschauen, hat den Titel Mali on my mind. Für diesen Song müsst ihr die Gitarre ins Drop-D-Tuning stimmen, also die tiefe E-Seite einen ganzen Ton tiefer auf D herunterstimmen. Mali on my mind ist in den Noten mit zwei Abbildungen vertreten. Abbildung 2 zeigt die Basisbegleitung und die wird so gespielt. So, schaut euch mal Abbildung 2 an, die Basisbegleitung des Songs Mali on my mind. Wir sind im Drop-D-Tuning, die tiefe E-Seite ist also auf D runtergestimmt. Langsam gespielt klingt das so. Mit etwas Palm Mute, also leichtes Auflegen des Handballens kurz vor der Stegeinlage. So, das jetzt ein bisschen üben, auf Tempo bringen und im Originaltempo soll es sich dann in etwa so anhören. 1, 2, 3.
Abbildung 3 seht ihr einen kleinen Ausschnitt vom Thema von Mali on My Mind. Das wird mit einer präparierten Gitarre gespielt, damit das so ein bisschen mehr noch diesen Ethno-Sound hat und ein bisschen andere Saiteninstrumente imitiert. Das könnt ihr erreichen, indem ihr einfach einen Papierstreifen kurz vor der Steganlage durch die Saiten fädelt oder irgendwas anderes Vergleichbares. Ihr könnt auch mal probieren, das mit etwas härterem Material zu machen. Je nachdem, wie fest das ist, ändert das den Klang und den Grad an perkussivem Sound. Ja, und jetzt hier im Video könnt ihr euch anschauen, wie dieser kleine Ausschnitt vom Thema von Mali on My Mind gespielt wird. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen Musikbeispielen von Ulf Vaquinius und kann euch seine neue Solo-CD Momento Magico nur wärmstens empfehlen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei der Akustikgitarre, euer Andreas Schulz. So, schaut euch mal Abbildung 3 an, das Thema von Mali on My Mind. Die Gitarre ist hier präpariert. Ich habe für diesen Sound hier mal einen Kabelbinder durch die Saiten gefädelt. Dadurch kriegt man so einen perkussiven, leicht metallischen Sound mit Nebengeräuschen und das passt ganz gut zu dieser Musik und zu diesem Thema. Die erste Phrase klingt so. Zweite Phrase. Dritte Phrase und die letzte Phrase. Okay, gehen wir es noch einmal durch. Melodie 1, Melodie 2, Melodie 3 und Melodie 4. So, jetzt etwas üben, die Pausen auszählen und dann könnt ihr euch jetzt im Video abschließend anhören, wie diese Melodie zur Begleitung aus Abbildung 2 klingt.